Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jawohl, Kit, die Lieferung 3 ist nun dann bei mir eingetroffen und die möchte ich mit euch natürlich verbasteln. Die Bauphasen 7 bis 10. Ja, mal gucken, wie lange das Lauflicht leuchtet. Ich habe das extra jetzt zum Bauen angemacht. Mal sehen, wie lange die Batterien durchhalten. Ja, Hefte und nachahmlich. Ich habe irgendwie was Komisches im Hals. Die Hefte und nachahmlich. Ne? Kennen wir so. Bauphase 7 und es geht. Hä? Oh, ich habe heute einen Spruch gelesen. Nein, den sage ich jetzt nicht. Montage der Vorderradaufhängung Teil 2. Und Montage des Lenkgetriebes. Na, da gucken wir das gucken wir uns ja an, was wir da dann haben. Auf jeden Fall gibt es hier, sowas haben wir in der vorangegangenen Ausgabe schon mal bekommen. Und hier eben auch Chassisträger vorne links, dann ist das der Chassisträger vorne rechts. Da haben wir vor einiger Zeit mal was dran rumgebastelt. Wen es interessiert, Kit, kann man natürlich immer noch bestellen. Ich denke mal, sie kriegen sich jetzt gerade alle vernünftig ein, dass das nachher jetzt so langsam seinen Gang geht. Auch bei mir bin ich froh drüber, habe ich mich riesig gefreut über die Lieferung 3 heute. Ich hau unten in die Kommentare nochmal den Link rein, wo ihr, ja, wie ihr den Kit erreichen könnt. Falls ihr das vergessen solltet, dann stupst mich nochmal an. Gut, ich würde sagen, ihr kommt dichter. Ich habe schon mal die Teile ausgepackt. Ob wir jetzt nur jedes einzeln benennen oder auch jede Schraube zeigen, das behalte ich mir vor. Auf jeden Fall Schneidöl habe ich bereitgelegt, weil wir auch viel in Metallschrauben schrauben. Jetzt wollte ich Schraubenzieher sagen. Bin ich noch ganz ordentlich? Schraubenträger sind da. Alles klar, ihr kommt ran und wir legen los. Wie gesagt, hier haben wir den Chassisträger vorne links. Da gehen wir aber noch nicht gleich bei. Wir fangen mit anderen Sachen an. Und zwar haben wir hier ein Kreuzgelenk. Davon haben wir noch ein paar mehr. Wir werden mal ein bisschen dichter ranzoomen, damit man das auch sehen kann. Wir brauchen jetzt GM-Schrauben. Also wir haben IM, EM, MM und GM-Schrauben bekommen. Also alles für in Metall zu schrauben. Wenn wir den Schraubenträger aufmunitionieren, dass wir dann auch gleich starten können, wenn jetzt gleich was losgeht. Und wir brauchen ein Lenkverbindungsstück. Ja, das ist hier dieses Kreuzgelenk. Und die Schneckenwelle. Die Schneckenwelle. Hier haben wir sie. So, das Bauteil kommt jetzt hier dazwischen. Gibt es hier eine längere und eine kürzere Seite? Ich würde sagen, nein. Kreuzgelenk dann egal wie rum. Und dann setzen wir einmal eine GM-Schraube an, noch nicht ganz reindrehen. Wir werden erst die andere Seite positionieren. So reinpacken geht nicht, müsst dann seitlich bleiben. Ich glaube, die Schraube werde ich gleich nochmal wieder rausnehmen, nicht schief reindrehen. Das kommt nicht so gut. So. Hier das Ganze nochmal wieder ein bisschen raus und dann weiter rein. Schön aufpassen, schön ruhig machen, weil einmal abglitschen, dann ja, ist der Schraubenträger im Finger. Ne? Deswegen lieber schön festhalten und schön aufpassen. So, das Ding ist jetzt bombenfest. Das glaube ich ist nicht richtig. Leicht wieder anlösen. Steht hier was? Fixiere die Bauteile mit zwei Schrauben GM. So, jetzt kann man das bewegen. Also ich würde es so machen, dass sich das noch bewegen lässt. Dann haben wir das die Lenkachse. Und so wie ich das sehe, ist das egal wie rum. Und zwar kommt das
die Lenkachse dann hier rauf und auch mit GM-Schrauben. Also damit geht es dann quasi weiter. Nur einmal vernünftig fixieren, dass wir da durchschrauben können. Jojo, klappt nicht immer gleich alles. So, hoffentlich geht die Schraube jetzt nicht zu weit durch, dass wir hier am Kreuzgelenk noch hinkommen. Und dann reinschrauben. Das geht jetzt ein bisschen einfacher. Das machen wir zweimal. Auf jeder Seite einmal. Man muss natürlich nur treffen. Und auf der anderen Seite kommt das zweite Kreuzgelenk rein. Das mache ich dann ja, einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich bin quasi gleich wieder für euch da mit dem nächsten Bauschritt. Dann haben wir hier ein Lenkgetriebegehäuse, nachdem wir hier auf der anderen Seite auch dieses Kreuzgelenk-Verbindungsstück eingebaut haben. Dann nehmen wir hier das Lenkgetriebegehäuse und die Schneckenwelle setzen wir jetzt hier rein. Das wird nur reingelegt. Dann haben wir hier ein Zahnrad. Da werde ich auch mal ein bisschen Schneidöl ran machen. Und das wird jetzt von der Sache her hier nur reingesteckt. So, dass das Ganze dann hier sozusagen so funktionopelt. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen voll geschmiert. Kann natürlich auch was anderes nehmen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Schneidöl reingemacht, damit das ein bisschen gefettet ist. Und dann kommt der Deckel, kommt dann hier rauf. Der geht auch nur in eine bestimmte Richtung. So. Den können wir ja einfach mal festhalten mit einer Klemme. So. Ja, das hält auch so. Brauchen wir doch nicht, weil wir brauchen jetzt EM-Schrauben. Für die GM-Schrauben, damit sind wir dann jetzt fertig. Und dann nehmen wir die EM-Schrauben. Mich würde ja mal interessieren, wie viele, die jetzt hier zugucken. Wer von euch baut denn den Kit? Outet euch doch mal. Schreibt das doch mal rein in die Kommentare. Damit wir wissen, wer baut alles dann den Kit. Wie viel, ich wollte gerade sagen, Gleichbekloppte gibt es, Gleichgesinnte gibt es. Nein, ihr seid nicht bekloppt, natürlich nicht. Das reicht, wenn ich das bin. Und ja, und Filmmodelle sind einfach nur, ja, da kann man sich dann daran erinnern, ne? Hab oft gesehen. So, und hier auch wieder schön aufpassen, nicht abglitschen. Und siehe da, das funktioniert. Also, das funktioniert erstmal hakellos. Und schon hakelt das, nein. Das kann man hier auch schön sehen, den viereckigen, wie der sich dreht. Na? Gut, einmal frei. Dann nehmen wir den. Jetzt nehmen wir die seitlichen Zapfen hier und den Chassisträger aus dieser Ausgabe. Es kann wieder ein sehr langes Video werden. Ich muss nur mal schauen, wie rum das Ganze hier zu sehen ist. So. Dann haben wir hier die beiden Löcher an der Seite. Und da wird das Ganze so rum, ach hier von dieser Seite, von hier von innen wird das reingesteckt. So, das passt auch einmal frei und das Ganze wird mit MM-Schrauben sozusagen Hütchenschrauben. Meine heißgeliebten Hütchenschrauben. Damit wird das dann angeschraubt.
jetzt mal, ich habe ja ein paar Autos schon zusammengeschraubt, ne? Das ist eine allseits beliebte Frage. Könnte man auch Automechaniker sein, wenn man so ein Modell zusammengeschraubt hat? Ich sag mal nee. Aber ein bisschen was lernt man, auch wenn ja, ich das nicht unbedingt so viel kann davon. Also das Ganze dreht sich hier immer noch einmal frei. So. Hier kommt auch noch irgendwo in die Seite. In diese Seite kommt eine EM-Schraube rein. Eine EM. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Das war die ein bisschen größer ist. Ich hatte die nämlich gerade beiseite. Ich habe gedacht, überall sind zwei zu viel. Nein, bei der EM-Schraube ist nur eine. So, und hier kommt dann noch eine EM-Schraube rein. Abgeglitscht. Das ist nicht gut. Und dann ist das Ganze vernünftig festgeschraubt. Das heißt, an diesem Träger, wir haben von der Innenseite, ich sage jetzt mal, ja, muss ja innen, weil die Lenkung ist ja hier, von der Innenseite das Lenkgetriebegehäuse angebaut und dann hier auch nochmal extra fixiert. So, was brauchen wir jetzt? Aus der letzten Ausgabe haben wir hier, das haben wir schon einmal gemacht hier, guckt euch das an. Das gleiche machen wir jetzt hier auf der anderen Seite und zwar mit zwei IM-Schrauben. Das mache ich eben alleine, das ist ja nichts bei, da kommen jetzt zwei Schrauben rein. Dann sieht das genauso aus wie hier auf der rechten Seite. Und dann ist die Bauphase 7 quasi fertig und wir machen dann die 8 und dazu hole ich euch dann wieder mit dazu. Bis gleich! So, dann ist hier der Bügel auch dran. Können wir quasi jetzt weitermachen. Es geht auch an dieser Achse dann weiter. Wir haben die Bauphase 8, Montage der Vorderradaufhängung Teil 3. Wir bekommen untere Querlenker. Das ist dieser hier. Dann haben wir eine Feder. Guckt euch mal diese Feder an, was das für ein Mörderteil ist. Riesig groß. Wir bekommen Verbindungsstücke, oberes, unteres, Stoßdämpfer. Hier ist der Stoßdämpfer, dann hier Verbindungsstücke. Die beiden Dreiecke heißen Verstärkung vorne links und vorne rechts. Hier ist einmal links und hier ist einmal rechts. Steht dann schön da drauf. Und dann haben wir hier diese beiden Teile, sind dann Halterungen für die linke Halterung der Vorderradaufhängung und rechte Halterung. So wie G, M, M, K, M, J, M und I, M Schrauben. Also wieder alles für Metall. Wir fangen an. Wir haben hier rechts. Drehen wir so rum. Dann haben wir hier rechts. Nehmen hier auch die rechte Halterung. Und die wird hier, das guckt hier ein bisschen drüber. Die kann man hier dann richtig reinstecken. Das kann man für links genauso tun. Oder nicht kann man, soll man. Und das Ganze wird mit KM-Schrauben verschraubt. Holen wir die mal raus, die Schrauben. Halt, hätte ich fast den Schraubenträger genommen, der ein bisschen dünner ist. Wir nehmen den PH0. Und dann die KM-Schrauben rein. Ich muss sagen, heute gehen die ein bisschen schwer rein. Oder ich habe nichts Vernünftiges gegessen heute. Ja, ist fest. Ja, siehst du, einmal frei, kriegen wir doch fest. Und das machen wir auf der linken Seite genauso. Wenn wir die Schraube dann treffen. So, mit KM-Schrauben wird aber noch mehr passieren. Da haben wir noch ein paar. Gut. Dann drehen wir das Ganze um. Und dann haben wir hier, ist das links. Dann brauchen wir auch die linke Seite.
So rum hinlegen. Wir brauchen dann die linke Seite. Und einmal der breite Schnupsi, der kommt da rein, der schmale da. Und das Ganze wird mit JM-Schrauben befestigt. Ne, eine JM und eine IM-Schraube. Eine IM-Schraube haben wir eben noch aus der Bauphase eben gerade übrig. Und dann haben wir hier eine JM-Schraube. Komm raus, du Schraube. Nicht du Schreckschraube, du Schraube. Die JM kommt auf dem kürzeren Ende, weil die ist ja auch ein bisschen kürzer. Kommt die dann rein. Wir müssen hier schon den Anfang auch schon durchs Metall schrauben. So, wenn wir sehen, da kommt er durch, dann das Bauteil dahin. Und irgendwann geht es dann leicht, wenn man dann das Loch getroffen hat. Dann geht das erstmal leicht. Dann kommen wir auf die andere Seite und da geht das dann wieder etwas schwerer. So, dann ist das fest und das Ganze bewegt sich dann. So, die Anne sieht, Entschuldigung, die andere Seite, da machen wir das genauso. So, erstmal vorschneiden hier, wie gesagt, erst geht das ein bisschen schwer und dann geht das leicht. So, die Feder auch schon mit reinpacken und das Ganze dann komplett reinschrauben. Und ich merke das schon, es federt schon. Wie schon mal ein paar Mal erwähnt, bei solchen langen Schrauben, es wäre doch ein Akkuschrauber. Wäre doch dafür nicht so schlecht. So, das Ganze, wie gesagt, bewegt sich immer noch und jetzt eben ziemlich schwer oder schwerer. Hier schöne, schöne feste Federung. Dann haben wir hier ein Loch, da kommt dieses Verbindungsstück rein, das stecken wir nur rein und dann brauchen wir unser Rad mit der Aufhängung da dran. So, und das Ganze sieht dann so aus, dass wir hier den Schenkel nach da zeigen lassen und wir müssen jetzt dieses Verbindungsstück hier oben hier reinstecken und da verschrauben mit einer KM-Schraube. KM-Schrauben haben wir schon draußen. So, das wird jetzt eine Kunst. Nein. Das heißt, wir müssen das richtig positionieren und dann da reinschrauben. So, ihr könnt die Schraube auch erstmal ein Stückchen alleine reinschrauben. Wenn ihr seht, das kommt durch, dann wieder ein kleines Stückchen zurück. So, dann das Verbindungsstück, wenn das rausgefallen ist, wieder reinstecken. Schön festhalten, da rein positionieren und Schraube rein. Und hoffen, dass man die richtige Stelle gefunden hat. Das scheine ich jetzt noch nicht gemacht zu haben. Weil wir müssen das Loch ja da treffen. Jetzt hat es geschnackelt. Und dann die Schraube ganz durch. So. Siehst du wohl. Und ihr seht, es bewegt sich noch. Jetzt nehmen wir bestimmt das nächste Verbindungsstück. Nein, noch nicht. Doch. Dieses Verbindungsstück mit dem Stoßdämpfer verbinden. Auch wieder mit einer KM-Schraube. Das machen wir natürlich auch gleich. Wie rum ist, glaube ich, egal, weil wir überall richtig durchschrauben müssen. Schön aufpassen, schön konzentrieren, wenn ihr abglitscht, ich sag's euch. So, nicht schräg reinschrauben, wenn es geht, natürlich gerade reinschrauben.
So, einmal schief, immer schief. Dann machen wir das ganz einfach. Nehmen die Schraube nochmal raus und schrauben die dann einfach mal von der anderen Seite rein. In der Hoffnung, dass wir dann hier das gerade hinbekommen. Jawohl. Jetzt schrauben wir auch komplett durch zur anderen Seite. So, und ist der Stoßdämpfer mit dieser Halterung verbunden, auch noch beweglich. Ich denke mal, das ist wichtig. Und dann aufpassen, dass die Feder drinne bleibt. Dass die Feder drinne bleibt, bitte. So. Und das Ganze wird jetzt hier durchgesteckt. Und dann auch verbunden mit... Na, hätte ich mir doch denken können. Na, wo ist denn das? Oh, mit einer KM-Schraube. Wir haben ja nur noch KM und noch etwas kleinere GM-Schrauben. So, auch hier müssen wir dann jetzt gucken, dass wir... Von wo soll die Schraube jetzt rein? Von dieser Seite, so wie die andere auch. Das heißt, die Schraube erstmal einmal ansetzen. Ich zeige euch gleich wo. Hier beim Rad. So, erstmal nur ein Stück. Schade, das dreht sich weg. Das heißt, einmal festhalten. Also ihr müsst das dann ein bisschen festhalten. So, und dann das Ganze zusammendrücken. Moment. Das Ganze zusammendrücken und um die Schraube dann richtig reinzudrehen und dann, wo habe ich jetzt schon die Schraube vergniesgenaddelt? Ich glaube, ich habe die Schraube vergniesgenaddelt. Nein! Ich habe den verkehrten Schraubenträger genommen. Immer darauf achten, bei diesen Schrauben, bei den meisten, wirklich immer den pH0. Vielleicht habe ich mir den jetzt ein bisschen versaubottelt, den pH00. Na gut, hatte ich ein extra im Weihnachtskalender. So, hier haben wir das Ganze dann. Und jetzt drehen wir uns das Ganze so rum. Und dann haben wir hier... Das ist für links. Hier steht auch links drauf. Und dann haben wir hier zwei Löcher. Und da kommt das dann so rein. Das geht ganz schön schwer. Auf jeden Fall soll das so. So sieht das jedenfalls aus. Ah, hat geklappt. Und auf der anderen Seite genauso. Da muss dann rechts drauf stehen. Links kommt bei links und rechts kommt bei rechts. Und das passt auch. Das ist zwar ganz schön knapp, aber das passt. Da muss man genau hinhalten und dann funktioniert das Ganze auch. Jetzt nehmen wir den linken vorderen Chassisträger. Das ist ja der, den wir in Bauphase 7 bearbeitet haben. Das Rad wird so rum hingedreht. Wobei das mit der Feder sitzt die da nicht ordentlich. Ja, also müsst aufpassen, aber eben saß die Feder nicht richtig, habe ich da ein bisschen gegengedrückt und ist die reingeschnaggelt. Na? Funktioniert die Federung jetzt noch? Ja. Zwar nicht mehr, also hier kann man das sehen. Muss noch ein bisschen drücken. Also das Ganze wird so rum positioniert. Dann das Bauteil mit der Lenkung wird dann nach hier durchgeschoben und wir haben hier, wir haben hier zwei Löcher und hier auch. Und wo sollen wir das? Sollen wir das da durchfischen? Wir sollen dann hier durch das Loch gehen, durch die Feder. Durch das Loch, durch die Feder
um dann die beiden Löcher dort zu finden, diese beiden hier, um das Ganze dann hier dran zu verschrauben am vorderen Träger. So, das werde ich natürlich selbstredend machen, aber einmal alleine. Ja, so rum, mit der glatten Seite nach da und zwar mit GM-Schrauben. Bevor ihr mich fluchen hört, oder probieren wir das mal einmal. Das erste ist schon durch. Ja, wie halte ich das jetzt? Wieder rausgekommen aus der Schraube. Also das ist nicht so einfach. Also da, das macht in Ruhe. Und ich denke mal euch auch. Bevor ich hier gleich das Fluchen anfange. Also bis gleich beim Endergebnis. Mal sehen, wie viele Stunden das dauert. Ihr seht jetzt gerade so ein bisschen helles Licht. Ich habe hier eine super duper LED-Lampe bekommen. Da kann man hier oben nämlich schön reinleuchten, um die Schrauben anzuschrauben, die GM-Schrauben. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Dann wird hier diese Konsole, dieses Knie, wird hier dieses Rahmenteil, wird auch angeschraubt mit einer GM-Schraube. Und dann hier nochmal eine KM-Schraube. Und so haben wir dann quasi die Vorderachse befestigt am Chassisträger. Deswegen können wir gleich weitermachen zur Bauphase 9. Und ihr seht schon die Bauteile hier, das ähnelt sich alles. Ich werde das gleich alles einmal zusammenbauen. Hier kommt die Feder dann rein, die Aufnahme. Dann auch hier die Halterung mit den Stoßdämpfer und dann kommt nachher noch die Bremse mit dem Bremssattel und die Radaufnahme. Das werden wir dann einzeln sozusagen ohne Rad zusammenbauen und das Rad wird dann irgendwann später angebaut. Das mache ich dann eben mal alleine. Ne? Wir haben das meiste, haben wir jetzt ja gerade gesehen, wie eine Schraube reingedreht ist. Wisst ihr. Und ja, der nächste Chassisträger wird dann auch gleich hier mit angebaut. Also auch da brauchen wir dann wieder die Lampe. Also bis gleich. So, liebe Leute, bin schon ein bisschen weitergekommen. Ne? Die Radaufhängung, alles ist angebaut und auch schon der Träger. Und da ist mir eine Idee gekommen. Bevor wir jetzt hier durchfummeln, die GM-Schrauben anschrauben, müssen wir doch hier eine KM und da eine GM-Schraube hier an dieses an die Konsole, an die Halterung anschrauben. So, dann habe ich die beiden angeschraubt, die sind auch fest und jetzt kann man hier reingucken und kann die Löcher sehen. Und jetzt sollte das eigentlich viel einfacher sein, die GM-Schrauben dann zu verschrauben. Ich sag mal so, man braucht trotzdem Licht, um das Ganze dann zu treffen, wo sie hin sollen. Aber wenn alles genau gearbeitet ist, dann sollte das doch passen, nicht? Aber so ist das hier mit dem Licht. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und dann erzeugt man selber Schatten. Dann haben wir einen Schatten. Aber so funktioniert das ein bisschen einfacher. Also es ging jetzt um einiges schneller als vorhin bei der anderen Seite. So, müssen wir hier nur das Loch finden. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt keinen magnetischen Stromträger. Dann habt ihr echt verloren. So, siehst du, das Ganze ist dann jetzt auch angeschraubt. Und ja, nun können wir das schon mal so sehen. Ne? Lied, 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 hier mit der Lenkung. Jetzt werden wir noch die Bremse zusammenbauen. Und zwar haben wir hier dieses Bauteil. Da kommt der Bremssattel
der kommt jetzt so hier rauf, nein, andersrum, so, und wird mit BP-Schrauben, die haben wir nämlich noch da, wird das Ganze mit BP-Schrauben verschraubt. Uno momento. Ja, was gescheppert hat, das ist dann die übrig gebliebene Schraube. Ja, weil Schrauben können übrig bleiben, übrig gebliebene Schokolade gibt es nicht. Zum Beispiel. Ne? So, siehst du, hier werden dann zwei BP-Schrauben reingejodelt. Und die Bremsscheibe wird so zusammengesetzt. Wir haben hier eine Aussparung, die haben wir hier auch, die wird übereinander. Dann haben wir drei Löcher für Nupsis. Das brauchen wir nur richtig ausrichten. Zack, 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 ist die Bremsscheibe fertig. So, das kommt später nachher alles hier so rein. So, und da fehlt jetzt natürlich noch das Rad. Aber um das Ganze mal zu zeigen, wie das nachher aussieht. Hier haben wir nachher auch noch ein Nupsi dran für Bremsschläuche. Kommt das Ganze dann hier nachher später so rauf. Und jetzt fehlt natürlich noch das Rad zum Anschrauben. Das war dann Bauphase 9. Jetzt zeige ich euch noch Bauphase 10 und dann könnt ihr gehen. Und zwar geht es da um Montage des Lenksystems und der Bremsleitung. Siehst du, da kommt dann schon ein bisschen Bremsleitung. Ich packe die Teile mal aus und ja, dann hoffe ich, dass ihr dran bleibt und gleich wieder hier bei mir auf dem Basteltisch seid. So, hier bekommen wir dann Teile für die Lenkung. Was ich noch erwähnenswert finde, ist, wir bekommen hier eine Pinzette. Ja, hier haben wir noch mal eine aus von einem anderen Modell. Und ihr seht, das ist der gleiche Schrott. Leider wird das immer wieder gemacht, dass solch Werkzeug... Gut, es gibt Leute, die haben gar kein Werkzeug dafür, aber... Naja, gut, leider wird so ein... Nee, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall kriegen wir hier Lenkspurstangen. Hier und hier und hier und hier. Genau, die drei sind das aus Metall. Das ist der Stabilisator. Dann haben wir Lenkhebel Pitman Arm. Lenkhebel Pitman Arm. Das ist, glaube ich, dieser hier. Dann haben wir noch so ein freier Lenkhebel 10E. Welcher ist nun was? Ja, das, ich denke mal, das sehen wir nachher, weil hier was ist was mit links und mit rechts. Und dann, ja, Bremsschläuche. Zwei verschiedene Sorten. LM, BP, GM und DM Schrauben. Und hier sind noch weitere Kleinteile. Einmal 10G. Das sind Verbindungsstücke für den Stabilisator. Das sind diese beiden. Dann haben wir eine Schelle. Zwei Schellen. 10L nennen sie das hier auch so. Klammern für den vorderen Stabilisator. Ich sage dann jetzt Schelle dazu. Und dann haben wir noch den Bremsverteiler vorne. Gut, wir legen los. Wir brauchen hier diese Lenkstange. Diese beiden hier. Das andere kommt jetzt dann nach und nach. So. Das Ganze legen wir so hin. Soll das so liegen? Ich glaube so. Und dann haben wir rechts und links. Diese Nupsis zeigen nach außen. Einmal haben wir auch ein großes Loch und einmal ein kleines Loch. Das Ganze wird mit GM-Schrauben verschraubt. Oh, GM-Schrauben haben wir eine Menge. Da haben wir eine Menge von. So, das wird, ich muss nur wirklich gucken, so, das sieht so aus, so dass das jetzt hier nach unten zeigt quasi. Und der kommt dann jetzt hier rauf.
Seht ihr gerade nicht, aber gleich, wenn ich die Schraube durchgefummelt habe. Vielleicht sollte man erst die Schraube durchfummeln und dann hier rauflegen. So, das ganze Hauptsache, dass die Schraube fest erstmal. So, und das Ganze auf der anderen Seite auch. Das ist dann hier die rechte Seite, die kommt dann hier hin. Man muss dann immer gucken, dass diese Nupsis hier nach außen zeigen. Ja, manchmal weiß man nicht, wie man das schrauben soll, wie man das festhalten soll. Aber irgendwie muss das gehen. Und die Schraube fliegt wieder weg. Guck mal, jetzt hat das geklappt. Ein bisschen und schon funktioniert das Ganze. Einmal festgeschraubt, die zweite Seite auch festgeschraubt. So, dann brauchen wir die anderen beiden, 10a und 10c. So, wo ist der Unterschied? Auf jeden Fall kommt das Ganze so ran. Moment. Dass das hier der Nupsi jetzt nach unten zeigt. Kommt das hier so quer vorgeschraubt und von da aus mit LM schrauben. Ich mache das erstmal mit einer Seite und dann mache ich das auf der anderen Seite dann alleine. Kann ich eventuelle Baufehler verheimlichen. So, die LM-Schraube hier rein. Wie gesagt, das ganze Ding soll dann nach unten zeigen. Dann können wir das hier vorlegen und anschrauben. Das Ganze hängt dann hier so runter. Und auf der anderen Seite mache ich das dann gleich genauso. Mal ein bisschen totale. Und dann ja, machen wir gleich weiter zusammen. Nachdem wir das hier alles zusammengeschraubt haben. Das muss nicht unbedingt alles, wer weiß wie viel, fest, weil das hat ja alles was mit der Lenkung zu tun. Jetzt wissen wir auch, warum wir hier unterschiedliche haben. Einmal haben wir hier einen viereckigen Ausschnitt, einmal einen runden. Hier ein großes Loch, kleines. Hier ist unsere Lenkschnecke, die Schnecke. Und da muss das Teil jetzt hier richtig rauf. Und auf der anderen Seite das Runde rauf. So. Und womit wird das jetzt festgeschraubt? Hier mit einer GM-Schraube, die haben wir ja noch. Und auf der anderen Seite dann mit einer DM-Schraube. Und dann gucken wir nachher gleich mal, wie das Ganze funktioniert. So, die DM-Schraube ist wieder so eine Hütchenschraube mit einer Krempe. So. Weil das Ganze soll ja hier auch auf der Seite beweglich bleiben. So. Jetzt müsste ja eigentlich sich jetzt hier was bewegen, ne? Wenn wir jetzt hier an der Lenkung was drehen. Da. Tatsächlich. Ah, habt ihr nicht gehabt im Bild. So, ich drehe das Ganze jetzt. Zack. Und zack, in die andere Richtung. Gut. Gucken wir mal, dass wir das gerade haben. So. Okay. Was machen wir weiter? Ach so, wir sollen jetzt hier, die sollen hier auch noch angeschraubt werden. Ist ja klar, damit das, also der muss jetzt hier angeschraubt werden, damit sich das Rad nachher bewegt. Sonst bewegt sich das ja nicht. Und das wird da DM, er sagt nicht, was für eine Schraube. Kommt das im nächsten Bild?
im nächsten Bild auch wieder eine DM-Schraube. Also auch wieder eine Hütchenschraube. So, dann halten wir das mal mit dem Finger fest, drehen das Ganze um. Da müssen wir hin. Hier, da. Da kommt dann die DM-Schraube rauf. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir das Ganze jetzt bewegen. Also man muss schon ein bisschen länger kurbeln und ihr seht, die Lenkung funktioniert. Natürlich kein Mördereinschlag, also wer das erwartet. Also einen Rieseneinschlag gibt es nicht. So, also das Ganze funktioniert. Dann haben wir die Verteilung. Oder ach nee, jetzt kommen wir. Halt Mario. Wir drehen das Ganze wieder um. Und wir wollen den Stabilisator anbringen. Und zwar, also hier könnten wir ja das eigentlich schon mal so, weiß ich gar nicht, schrauben wir das die Seite auch an. Wir könnten, hätten wir diese Seite auch anschrauben können. Ja klar, logisch. Und der Stabilisator. Das machen wir dann gleich, das wird nochmal vorbereitet mit den Bauteilen. Ja, die stecken wir nachher hier rein. Das wird dann hiermit verschraubt. Das zeige ich euch dann gleich das Endergebnis. Und hier werde ich nochmal eine DM-Schraube reinschrauben. Und dann geht es an den Stabilisator. So, wir haben hier den Stabilisator und schrauben an jede Seite mit einer BP-Schraube. Dann ein Verbindungsstück ran. Warum ist das jetzt hier so ein bisschen schief? Weil das nicht richtig drin sitzt. Dann hat er das vorher schon zusammengeschraubt und dann auch nicht mal ordentlich. Das muss schon korrekt sitzen. Weil mit den BP-Schrauben, also die, was, wo man, wenn man in Plastik schraubt, das kann ganz schnell mal schief gehen. So, das Ganze wird. Ich kann immer noch nicht eruieren, wo das hier nur reinkommt. Der Stabilisator sitzt hier drinne, hier rein. Jawohl. Und aber hier unten. Von unten. Einmal hier von oben und einmal da von unten. Und dann können wir hier nämlich nachher da und da anschrauben. Und hier kommen dann die Schellen drüber, wie rum mit der Falz hier, mit dem Wulz nach Mitte. Das heißt, das Ganze kommt dann hier so rauf und wird mit einer GM-Schraube, davon haben wir ja noch ein paar, zu Demonstrationszwecken schraube ich dann hier mal eine rein. So, das kommt jetzt da und da auf der anderen Seite natürlich auch überall und hier kommen uno momento BP-Schrauben dann rein. Können wir doch eigentlich mal gleich testen, ob wir an der richtigen Position sind. Das ist ja flexibel, weil Plastik. Und ja, dann schraube ich das einmal komplett fest und dann werden hier die Bremsleitungen aufgesteckt. Das mache ich dann auch gleich und dann wollen wir die Bremsleitungsverteilung dann, denke ich mal, auch anbringen. Also bis gleich, wieder ein Cut. So, hier haben wir dann den Bremsverteiler. Den legt ihr euch so hin mit den einen Nupsi da, ein zu euch zeigend. Und dann hier, wir haben hier zweierlei Bremsschläuche, zwei kurze. Einer kommt hier nach die Seite ran, einer hier zu euch gewandt und der lange kommt dann hier nach links. Das Ganze wird jetzt auch hier gleich angebaut. Und zwar dreht ihr euch das so rum und dann kommt hier, kommt dann so rum. Hier haben wir auch noch eine Aussparung für die Bremsleitung.
kommt das Ganze hier rauf mit einer, ja, kann ja nur GM-Schraube sein. So, dann haben wir hier diesen, können wir dann, wenn wir wollen, einmal mit unserer niegelnagelneuen Superpinzette damit, das stecken wir dann jetzt hier die Bremsleitung hier durch, so wie ich das sehe, haben wir da eigentlich ein Loch? Nee. Hier haben wir jedenfalls einen Zwischenraum, da stecken wir das dann durch. Und dann habe ich ja euch vorhin den Zapfen hier gezeigt, da bei der Bremsscheibe, hier haben wir das nochmal, hier an der Bremse, hier ist der kleine Zapfen, den haben wir hier auch beim Rad und da wird jetzt dann die Bremsleitung raufgesteckt, das sozusagen, jetzt hat sich das einmal verfehlt. Das sollte auch funktionieren. Die Frage ist mit dieser Pinzette, doch, geht auch. So, ne, beim zweiten haben wir das nachher hier. Für das zweite Rad können wir ja schon mal so vorbereiten, hier durchstecken. Und hier ist dann nachher, jetzt weiß ich nicht, geht das oben rüber? Ja, wir haben ja hier eine Aussperrung. Und das geht dann hier oben rüber. Nach... ja, hier muss ja der Bremsflüssigkeitsbehälter, der muss ja nachher hier irgendwo dann sein. Gut, das war dann die Bauphase 10. Wie es dann in 11 weitergeht, das kann ich euch nicht sagen, weil ich habe keine Vorschau. Und ja, wie gesagt, der Link, wo ihr das Modell bekommen könnt, den schreibe ich unten nochmal in die Kommentare rein. Den Kommentar werde ich fixieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Kit-Video wieder oder auch bei vielen anderen. Also, ja, haben wir da ordentlich was geschafft. Ne? Jetzt fehlt hier nur noch ein Rad. Und dann jo, sieht das doch schon mal nicht so schlecht aus. Das Ganze funktioniert, ne? Bewegt sich alles. Ne? Guck mal, ich fasse auf der anderen Seite an und bewegt sich. Gut, okay. Ja, das Lauflicht, es läuft und läuft und... Mensch, das kommt doch woanders. Also, ordentlich wieder was geschafft. Harren wir der Dinge. Nächste Ausgabe in einem Monat vielleicht ungefähr. Vielleicht geht es ja auch ein bisschen schneller diesmal. Mal schauen mit den Ausgabenbauphasen 11, 12, 13, 14. Ja, ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf, ganz wichtig, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.